Hey ho! Es geht weiter mit Let's Play Terranigma. Im letzten Part haben wir uns in Seeheim noch ein bisschen umgesehen, haben Sam berichtet, dass Amanda wohl einen anderen hat. Danach haben wir uns ein paar Kristalle und Schätze geschnappt, sind nach Grönland geflogen, haben Pinguine glücklich gemacht und einen Mondstein erhalten. Und jetzt besuchen wir die Stadt mit der coolsten Musik, Liotto! Ah, super coole Partymucke. Yeah, Updance! In Liotto ist immer Karneval. Genieße alles in vollen Zügen. Okay, wuhu, ich genieße es. Wuhu, ein Inn, da gehen wir später rein. Wir sollten erstmal die Stadt erkunden, bevor wir schlafen. Hi, cooler Typ mit Sonnenbrille. Einige Waffen besitzen verborgene Kräfte. Findest du eine, so rüste dich mit ihr aus. Na gut, dann schauen wir doch mal. Yay, yeah, typische Händlermusik. Hi. Oh, halt tödliche Vergiftungen. Nehmen wir mal 7 Stück. Ich kenne mich ja. Wow. Das ist schlechte Waffe. Ja, das ist die Waffe, die Kraftpunkte erhöht. Aber sie schwächt den Angriff. Und dann wirst du, wie viel sie die Kraftpunkte erhöht. Ein provokantes Outfit. Ja, aber toll, voll schlecht, Mann. Wir kaufen diese Waffe einfach mal. Und dann gucken wir einfach mal, wie viel sie bringt. Dann sehen wir, ob sich das lohnt oder nicht. Hier. Seelenbrecher. Also, wir haben 259 KP und jetzt haben wir... Oh, 50 KP? Für einen Angriffspunkt? Okay. Gebonkt. Yeah, Partymucke, Partymucke. Orakel. Ich dachte gerade, es wäre ein Magierladen, aber naja. Die Sterne kennen deine Zukunft. Höre zu. Du wirst durch die Lüfte fliegen. Eine Knolle sei dein Glücksbringer. Ich werde durch die Lüfte fliegen. Eine Knolle sei mein Glücksbringer. Wir sind im letzten Part durch die Lüfte geflogen. Mit einer Möwe. Hallo Clown. Du siehst voll creepy aus. Das Leben ist nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Okay. Hallo, anderer Clown. Weiter oben steht die Liebesstatue. Liebende haben dort so manch schöne Stunde verbracht. Oh, hi, cooler Typ. Du hast einen Kristall. Ring raus. Magst du Tortenwerfen spielen? Was meinst du? Ja. Du musst nur mit den Torten die Katzen treffen. Einfach, oder? Fang schon an. Die Torten sehen aus wie... Naja. Maximal noch gigantische Windbeutel, aber auf keinen Fall wie Torten. Naja. Dann werfen wir mal die süßen Kätzchen ab. Oh, jetzt kommen sie noch süßer, was? Oh. Natürlich seht ihr schon, dass es mehr Kätzchen als Torten gibt, aber das sollte eigentlich trotzdem irgendwie passen. Okay, das war jetzt total fail. Naja, ich muss das ein bisschen üben. Ganz schlecht. Wie treffe ich die da hinten denn? Einfach nur springen. Okay. Oh Mann, du bist total der Loser. Ich bin der Total. Oha, lasst mich aus dieser Stadt raus. Das werden wir nie und nimmer auf uns sitzen lassen. Wir sind der Auserwählte. Wir werden ja wohl noch mit Torten nach Kätzchen schmeißen können. Ja, bla bla, halt die Klappe. Ich kann das. Der hat mich herausgefordert. Das wird er noch bereuen. Dein Kristall bist du gleich los, Kumpel. Lass nur ab. Ich zeig's dir. Ja, treffe ich hier jetzt beide. Das Bild, weil die andere Torte noch da rumliegt. Genau in die Mitte. Rennen. Springen, werfen. Geschafft, du scheinst Katzen zu mögen. Zum Dank erhältst du einen meiner Lieblingssteine, ein wahres Juwel. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ein Kristall und kein Juwel. Okay. Oh, Partymucke. Huhu. Hi, cooler Typ mit Sonnenbrille. Ich habe mich mit Schuhcreme eingerieben. No comment. Oh mein Gott. Hallo. Mein Sohn ist Fußballfan. Er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist kurz und man soll nur das tun, was auch Spaß macht. Ja, zum Beispiel Städte erkunden. Hi. Hallo, ich bin Fußballfan. Magst du Fußball? Klar. Ich liebe Fußball. Ich bin Bayern-Fan. Okay, Ark. Ist gut. Oh Mann, das sind die letzten Loser. Was zur Hölle geht hier ab? Als ob Ark Bayern kennen würde. Der spielt doch nur mit Hühnern Fußball bei sich zu Hause. Die Stadt geht ja noch weiter. Und... seht ihr, was ich sehe? Will ich das sehen? Will ich das sehen? Oh Gott. Astarika liegt hinter den Bergen im Nordwesten. Die Einwohner von Astarika pflegen seltsame Rituale. Aha, aha, aha. Ich lass mal Lin mal da stehen, guck erst den Rest der Stadt an. Hi, 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 rede mit mir. Im Süden liegt der Hafen, dort kannst du Seeleute treffen. Nein, im Hafen gibt's Seeleute? Boah, danke für die Info, Captain Obvious. Hi! Hast du Lust auf mexikanisches Essen? Lecker, nur 10 Taler pro Spezialität. Mmh, Nachos. Nachos isst du mit Chili und Tabasco-Soße. Mmh, lecker. Schmeckt doch lecker, oder? Ja. Richtig, richtig cool. Ich mag den Laden hier. Oh, und ich mag den Lager von dem Laden. Kristall für uns. So, hast du irgendwas Tolles zu sagen? Alter, oben steht die Liebesstar. Ja, den Spruch kennen wir schon, Kumpel. Softie! Wir haben Eis mit Eis und Kaffee anzubieten. Für jeweils nur 10 Taler. Ein Eis natürlich. Hier bitte. Yum, 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 lecker Eis. Vielen Dank, ja bitte. Wow, Melone. Früchte gegen den Durst. Apfel nur 8 Taler und Melone 12 Taler. Melone. Ich bin durstig, ich kaufe. Wir hatten dieses Jahr eine gute Ernte. Melone. Samtschale verdrückt. Lecker, schmecker. So, ich glaube, es haben wir genug gefuttert. Am Tag herrscht eine sehr ausgelassene Stimmung, aber nachts... Ja, nachts schlafen Leute für gewöhnlich. Das Leben ist nur sehr kurz und sollte keine Sekunde vergeuden. Das hat auch schon ein Clown gesagt. Ihr wiederholt euch mal wieder, Leute, und... Ist das ein Affe? Ist unser Affe nicht niedlich? Er tanzt sogar Samba. Oh yeah, guckt ihn euch an. Er danced, er groovt. Woohoo. Interessant. Interessant. Die Leute haben sogar einen Affen als Haustiere. Wow, noch so ein großes Haus. Mein Mann ist Fischer, aber zuletzt war der Fang nicht besonders. Er sagt, es hängt mit den Erscheinungen der Nixeninsel zusammen. Nixeninsel? Ein kleines Mädchen hat doch gemeint, ihre Mutter ist vielleicht eine Nixe geworden. Und dann stellen wir uns unsere kleinen Nervensäge. Du hast mich nicht gesehen. Endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr allein. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Bei mir bleiben? Für immer? Nun ja. Wir beide, allein in dieser fremden Stadt. Wie romantisch. Das Hotel hat auch ein Doppelzimmer. Oh Gott, warum hab ich sie angebrochen? Kind, ich bin zu alt für dich. Da sieht man doch, ich bin mit einem halben Kopf größer als du. Naja, eigentlich nur eine Haarsträhne, aber trotzdem. Du bist ein kleines Kind, geh zu deinem Opa. Der macht sich bestimmt schon wieder Sorgen um dich und... Oh, wie romantisch. Und bin zu ihr hochgelaufen. Oh mein Gott, Musikwechsel. Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ach, Schwachsinn im Quadrat. Psst, sei still. Ark, du bist wohl nicht besonders romantisch. Nicht, wenn du dabei bist. Ich schon. Ich glaube fest daran.
Hör mir zu. Es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gern mag. Dein Opa? Dein Hund Deppi? Dieser jemand bist du, Ark. Verdammt. Und wenn ich schon jemand liebe, will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Werde dir über deine Gefühle klar, Ark. Ich bin mir klar. Ich liebe Melina. Mir ist vielleicht nicht ganz klar, welche Melina, aber auf jeden Fall Melina. Oh Gott, ey. Da haben wir uns ja was Tolles eingebrockt. Ha, 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 ha. Gehen wir ins Inn. Und übernachten, damit es Abend wird und wir das Ganze hinter uns bringen können. Mutter ist zum Karneval gegangen. Mutter ist noch immer nicht zurück. Du könntest mir endlich Gesellschaft leisten. Ich wollte eigentlich hier schlafen. Ich kann einfach so schlafen. Gut, gehen wir einfach so in ein Hotel, legen uns in ein Bett und schlafen. Ich meine, wir sind der Auserwählte. Wir können das. Wir können alles. Und ich habe schon wieder vergessen zu gucken, weil ich die Aufnahme angefangen habe. Egal. Nehmen wir einfach weiter auf. Langer Part ist lang. Und Liator Weihnachten ist immer noch voll die Party-Mucke. Oh yeah, Party, Party, Party. Party, Party, Party. Party, Party. Hat nicht die eine gemeint, nachts wäre hier irgendwie, wäre es anders. Das ist genauso wie tagsüber, nur dunkler. Aber immer noch voll die Party. Party, 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 Party. Party, Party. Ark? Ark. Party, Party. Melina. Unsere Melina. Keine Sorge. Der Weise weiß, dass ich hier bin. Wie bist du hierher gekommen? Bist du auch in das Waschmaschinenloch gesprungen? Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Aha, ich bin der Auserwählte. Ich habe die Welt gerettet und erneuert und ich bin ganz toll. Seit du gingst, Ark, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Kristall. All das bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Oh. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Ark. Ich möchte mit dir zusammen sein, Ark. Du löst dich auf, Mädchen. Oh Gott. Geister. Ark, ich liebe dich bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Ark, dein Herz ist bereits vergeben. Aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich. Oh, dieses Kind. Party-Mucke, yeah, es ist wieder Tag. Party, Party, Okay. Ja. Wir sollten uns vielleicht bei Gelegenheit bei ihr entschuldigen oder so. Ich meine, das heißt entschuldigen, wir können ja nichts dafür, aber... Wir werden nett mit ihr reden, wenn sie mal wieder irgendwo rumsteht. Sie steht ja ständig irgendwo rum in irgendwelchen Wäldern, an irgendwelchen Ständen. Immer halt. Naja, allerdings würde ich sagen, das war's erstmal mit diesem Part. Wir haben Liotto unsicher gemacht und beim nächsten Mal schauen wir uns dann den Hafen an und gucken, ob wir vielleicht eine Mitfahrgelegenheit zu dieser Mixeninsel finden. Das wäre doch mal ein cooles Abenteuer, Meerjungfrauen. Also dann, ciao, ciao.